Guten Abend. Es ist dunkel bei uns. Bei dem Generator muss irgendein elektrisches Teil ausgetauscht werden. Deswegen ist der Generator in der Reparatur. Den kriege ich aber morgen früh erst wieder oder morgen Mittag. Aber wir haben auch seit heute Morgen 10 Uhr schon keinen Strom. Ich muss ein bisschen leiser sprechen, weil Emilia schon schläft und Viktoria schläft im anderen Zimmer. Die braucht auch mal ein bisschen Tiefschlaf. Ja, wie gesagt, wir haben seit heute Morgen 10 Uhr keinen Strom und um circa 20 Uhr gab es dann Strom. Wir haben uns voll gefreut für 40 Minuten und dann plupp, war wieder weg. Boah, ging mir das auf den Sack. Wir haben jetzt 23:30 Uhr. Wir haben so zwei, drei Powerbanks und da haben wir jetzt hier so einen Weihnachtshimmel gemacht. Das läuft ganz cool über die Powerbank, ist mit USB-Anschluss. Also davon könnte man sich noch ein paar Dinger holen. Dann hat man ziemlich günstig Licht. Ja, der Ofen läuft, alles ist warm. Wir haben noch Gas, einen Gasanschluss, aber wir haben auch haben die Möglichkeit natürlich auf dem Ofen ein bisschen was zu machen. Ich zeige euch das mal hier. Also zum Kochen und Braten ist das eigentlich eine Spitzenangelegenheit. So Menschen in Kiew oder in Odessa oder in Cherson haben solche Öfen leider nicht in den Großstädten. Weil in Kiew ist ja, glaube ich, immer noch 50% der Stadt ohne Strom. Und das ist natürlich extrem unangenehm. Denn bei denen heißt das kein Strom, kein Wasser, keine Toilette und keine Heizung. Heute Nacht ist die erste Nacht, beziehungsweise die letzte Nacht, die noch so ein bisschen kalt ist. So minus 5, glaube ich. Und jetzt die nächsten Tage gibt es 4, 5 Tage lang nochmal Plus-Temperaturen. Bis plus 10 habe ich gesehen. Aber extrem viel Regen gibt es. Ich glaube, ganze Ukraine wird einmal ins Meer geschmissen. Ja, ansonsten guckt euch mal unsere Ladestation an, die wir noch so spontan aufgebaut haben hier. Ja, wie ihr seht, haben wir genug Stirnlampen. Hier diese Dinger. Die sind zwar nur mit Batterien, wir haben nur eine mit Akku, aber es reicht eigentlich. Wir haben noch ein paar Batterien. Und ja, es ist so eigentlich so der erste Tag, dass wir keinen Generator haben, sodass man auch mal spürt, wie es ist, quasi fast im Dunkeln zu sein. Ah, wir haben natürlich auch noch viele Kerzen angemacht, ne? Beziehungsweise wir haben jetzt die erstmal alle ausgemacht, weil wir wieder ein bisschen Licht hatten. Wir hatten ja 40 Minuten lang Strom und konnten die Akkus so ein bisschen aufladen. Also die Stumpenkerzen, die haben wir eigentlich auch nur, weil ich die allgemein ziemlich cool finde. Und abends mal so ein paar Kerzen anmachen, ist schon jetzt nicht so schlecht, finde ich. Ah, ihr habt noch gar nicht das Wetter gesehen draußen. Zeige ich euch auch mal. Guck mal. Seht ihr das? Ich habe schon Schnee geschüppt. Wir haben mal so locker 6, 7 Zentimeter gekriegt. Habt ihr gesehen? Ganz schön weiß, ne? Aber nur morgen im Laufe des Tages bleibt es noch kalt. Und dann morgen Abend, glaube ich, fängt es schon an zu regnen. Und dann gibt es richtig schönen Regen, 4, 5 Tage. Das stelle ich mir auch nicht so schön vor. Gerade an den Fronten, wenn das da so schneit und dann fängt das an zu schütten 5 Tage lang.
Kommen mir vor wie Forrest Gump. Ja. Ich zeige euch mal das aktuelle Wetterbarometer hier. Müsst ihr da mal links gucken. Ja, wird schon nicht so schön. Aber danach wird es wahrscheinlich wieder richtig kalt. Auch nicht so gewöhnlich, aber nun gut. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, wir leben hier, zwar in einem extrem kleinen Dorf, aber wir leben ziemlich modern im Vergleich zu vielen anderen. Wir haben gestern waren wir bei meinem Lieblingsmagazin, Lieblingsladen, Büdchen, und einer hat gefragt, ob wir in die Stadt fahren. Habe ich gesagt, klar. Dann hat sie gefragt, ob ich sie bis Osaraci nehmen kann. Das ist das nächste Dorf. Und sie hat gefragt, ob bei uns im Dorf nicht ein Haus verkauft wird. Ich sage, sicherlich. Ich sage, die stehen ja genug rum. Und dann sagte sie mir, dass sie in Osaraci ein Haus gemietet hat, hat aber drei behinderte Kinder. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was für einen Behindertengrad, also nicht körperlich, sondern psychisch. Und die sind wohl auch schon groß. Sie ist, glaube ich, alleine, so wie sie das sagte. Und der Eigentümer des Hauses hat gesagt, dass sie in den nächsten 10 Tagen ausziehen muss, weil er das Haus verkaufen will, weil er Geld braucht. Und deswegen muss sie gehen. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Der Spinner sagt zu ihr, in 10 Tagen musst du hier gehen mit deinen drei Kindern. In der Zeit, guck dir mal das Wetter an. Man kann da nur den Kopf schütteln, aber das ist hier leider so normal. Jetzt haben wir versucht, für sie jetzt ein Haus zu organisieren. Sie hat gesagt, sie hat 3000 Dollar. Also für 3000 Dollar kriegt man eigentlich schon ein ziemlich großes Haus hier, auch mit ziemlich viel Grundstück. Ja, die sind jetzt gerade dabei, hier was zu organisieren in 10 Tagen. Natürlich soll das kein Haus sein, das schon lange leer steht, weil dann müsste der Ofen und das müsste alles mal ein bisschen instand gesetzt werden. Aber das ist schon krass, oder? Bist du alleine als Mutter, drei Kinder? Kinder sind schon groß, aber glaube ich auch schon 15 oder 20 Jahre alt. Ja, aber halt Schwerbehinderte. Und nee, es gibt zwei, drei andere Dörfer, wo wir gefragt haben. Und dann sagt Victoria mir, nee, die verkaufen da kein Haus, weil die keine behinderten Kinder da haben wollen. Dann denke ich mir, Krieg und so Nachbarschaftshilfe oder so. Da sieht man wieder, wie das die Menschen verändert. Ja, wahrscheinlich waren die vorher auch schon so. Aber finde ich schon nicht so nett. Naja, wir gucken mal, was wir da finden. Wir kümmern uns. So, ich werde jetzt mal hier noch ein bisschen was tun. Wünsche euch einen schönen Abend und ich hoffe, gleich gibt es noch Strom. Wenn ich Glück habe, um 0000 gibt es noch Strom. Wäre cool, dann kann ich noch schnell eine Waschmaschine anschmeißen. Nun denn, ich wünsche noch eine gute Nacht. Bis dahin. So, noch einmal guten Abend. Wir waren jetzt in der Stadt und dort war erhebliches Chaos. Es gab fast überhaupt keinen Strom. Die ganzen großen Geschäfte haben auch geschlossen gehabt. Wir konnten nichts einkaufen, weil wir nicht bezahlen konnten. Also jetzt nicht mit Bargeld. Ja, Obst und Gemüse konnte man nicht kaufen, weil natürlich die elektrischen Wagen nicht das Gewicht messen konnten, um den Preis festzulegen. Alles ziemlich chaotisch momentan. Das mobile Netz in der Stadt ist auch sehr schlecht.
Also mir fällt auf, dass die Zustände immer schlimmer werden hier. Und ja, das ist natürlich nicht so gut. Und erschwerend kommt noch hinzu, dass mein Telefon kaputt gegangen ist. Da ist irgendwie so ein kleiner Steinschlag auf das Glas gekommen, beim, keine Ahnung, drehen, sitzen, wie auch immer. Und jetzt kann ich mein Telefon nur noch mit der Maus bedienen. Es gibt dafür so einen kleinen USB-Stick, den man quasi in das Netz, in den Netzstecker stecken kann, zum Aufladen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Naja, ist auf jeden Fall besser, als wenn die ganzen Sicherheits-Apps und alles, was ich so an Organisationen da drauf habe, plötzlich verloren ist. Naja, ist wieder so ein Punkt, der ziemlich nervig ist. Bei uns der Strom, wir hatten heute Morgen Strom um 8 Uhr bis 8:20 Uhr und da war der Strom wieder weg und seitdem gibt es immer noch keinen Strom. Ich habe gehört, dass der Leiter dieser Regelung für Strom irgendwie gemeint haben soll, das hat Victoria irgendwo im Netz gelesen, dass er sagte, oh, eure Region verbraucht viel zu viel Strom, ihr könnt nicht so viel kriegen. Da sieht man wieder, mit welchem Maß hier gemessen wird, nämlich mit unterschiedlichem Maß. Ja, so sieht's aus. Draußen liegt noch Schnee. Der wird morgen im Laufe des Abends und wahrscheinlich spätestens übermorgen verschwunden sein. Und schauen wir mal, wie sich das alles weiterentwickelt. In Bezug auf Krieg wird natürlich jetzt wahrscheinlich alles ruhiger. Es sei denn, die Russen beschießen weiter die Infrastruktur. Wenn es wetterbedingt noch möglich ist. Ansonsten denke ich, wird es auch in den Nachrichten immer ruhiger werden in Bezug auf Krieg, weil sich alle zurückziehen oder vorbereiten für die nächste Offensive im Frühjahr. Was heißt im Frühjahr? März, April, Mai? Nein. Das wird noch lange dauern. Also der Krieg ist noch lange nicht zu Ende und ja, bei uns ist es warm. Gott sei Dank, wir haben Holz. Im Vergleich zu anderen Städtlern. Und naja, so ist das halt. Ich wünsche euch einen schönen Abend.